Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute vier Künstlerinnen an aus vier verschiedenen Ländern. Dafür haben wir Hiss aus Aserbaidschan, Feride Hilal Akın aus der Türkei, Sisi Tay aus Kasachstan und Edita aus Serbien. Zu Edita, Sisi Tay haben wir schon Reaction gemacht ja, gehabt. Genau. Und bin sehr gespannt. Hiss und Feride zum ersten Mal hier auf meinem Kanal. Ich bin sehr gespannt. Fangen wir an. Mit Hiss. Okay. Aber die Creme ist auch gut. Ja. Okay, das ist wieder, das ist echt geil von hinten. Ja, boah, das sieht nice aus. Ist auch schön dunkel von der Kulisse her. Okay, ich glaube, das vorhin war es gerade viel zu, der Hoch ist viel zu Ton. Der Ton viel zu hoch, meine ich. Der Sound. Okay. Sie hat ein hübsches Gesicht. Sie hat was aber, ne? Ja. Der war speziell, finde ich. Ja. Aber sie ist manchmal zu laut, ein bisschen zu leise. Voll süß, ey. Ja, doch, es ist manchmal zu leise, ein bisschen zu laut. So, ich glaube, das Mixen haben die nicht so gut hinbekommen. Ich glaube, das ist auch immer so ein Rap-mäßig. So kann das sein. Nee, man muss, also ich meine, von der Lautstärke her allgemein. So, hier ist sie sehr laut, dann ist sie ja leise. Ansonsten ist es gut, also krasse Stimme. Das ist gut, also, ja. Ich merke gerade, sie hat, glaube ich, eine Narbe im Gesicht. Von Türken, wir werden es verstehen, ne? Ja. Vom Text. Aserbaidschaner und Türken sind ja sowieso so enge, singen, Sprache ähnlich ja. Sich auch so. Ich kann gut verstehen, mitwippen. Sieht auch einen sehr guten Style. Ja, hier vor allem, finde ich. Ja. Alles eigentlich so dunkel, so schwarz und dann kommt dieses Ding so, diese bunten Blümchen. Okay, sowas ist geil. Es ist immer geil, wenn die so Sounds reinmachen, so Bang Bang oder sonstiges. Sehr schön. Aber die Kulissen sind auch gut ausgesucht, sag ich mal. Boah, das Lied gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, die drehen das nur an einem Ort, würde ich sagen. Kann gut möglich sein, ja. Ein Ort, aber die haben viele Dinge, so Outfits zum Beispiel, haben die auch jetzt gemacht und so. Dann diese, also Abwechslung haben die reingebracht. Ja, ja, definitiv. Aber ich finde, für sein Lied muss man nicht so viel krass aufwenden. Ja. Aber war echt gut. Aber ich fand auch gut. Das ist eine gute Künstlerin, ja. War zum ersten Mal. Also Aserbaidschanerinnen sind ja schon so bekannt, gibt es ja so ein, zwei Stück, aber sie ist auch so ein... Eine gute Künstlerin. Gute Künstlerin auf jeden Fall. Okay, die nächste. Feride. Genau, Feride. Aus der Türkei. Ja. Ist da gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Hohe Stimme. Okay, Roboter. Okay, sie tanzt. Sie packt ich finde das mit diesen Details so cool, diese Haare, diese Strähnchen. Ja, sie hat so gut gemacht. Passt auch zu ihrem Outfit. Ja, oh. Auch ein
draufgelegt. Ja. Alter, cool. Also die Outfit ist, ich finde sowas richtig geil, die Outfit. Ja. Ich glaube, die haben nur die eine einzige Kulisse. Das kann nicht sein. Ja. Ah, haben die das nicht? Nee, die haben es nicht in One-Shot gedreht. Oder? Geht schon so irgendwie. Ja, schon. Ich habe noch keinen Cut gesehen. Doch, doch, da sind schon einige Cuts. Ja, da sind schon Cuts drin. Muss ich genau achten. Aber vielleicht haben die es auch mit mehreren Kameras gedreht. Kann ja auch möglich sein. Ich glaube, das sind mehrere Neon-Dinger so. Ja. Und der Boden ist glatt, deswegen reflektiert das auch so. Aber man sieht die Decke ein bisschen leuchten. Also ist nicht alles komplett schwarz. Ja. Ich lese die Untertitel mit, türkischen, aber ich muss sagen, ein paar Wörter kenne ich gar nicht. Was denn? Engine. Zum Beispiel. Was für ein Engine. Okay. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass es nur eine Szene war, ja. Aber es ist auch One-Shot. Nein, das ist kein One-Shot. Nice. Oder ich bin mir unsicher, ob es ein One-Shot ist. Aber vielleicht auch mit mehreren. Aber was ist jetzt? Ich weiß es nicht. CC-Tai. Wir haben ja vorhin angeschaut gehabt. Ne? Ja, genau. Die in Boardroom doch gedreht hatte. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt, was sie jetzt hat. Ja, vielleicht so. Ich glaube, traurig, melancholisch. Wieder. Ja. Okay, das ist. Also ich finde, das ging so ein bisschen zu schnell, so weißt du, direkt am Anfang schon. So. Nee, das ist eigentlich okay. Nach 30 Sekunden, ja. Ja, nicht jetzt, ich meine davor direkt, wo diese angefangen haben. Ach so. Ja, kann ja sein, dass sie halt genau in dem Moment eingefroren sind, wo sie eigentlich tanzen. Dass sie direkt danach weitermachen. Aber da stellt sich dann auch wiederum die Frage, warum sind die eingefroren? Wer weiß? Lies den Text. Du musst Text lesen. Ich find solche Tänze auch immer geil. Das ist sehr emotional, solche Tänze. Oha. Das sind jetzt Dinge, Saiyajins. Nice Kameraführung. Mhm. Ich finde den Kameramann richtig gut, ey. Wie der das so aufnimmt, so rechts, links. Okay, nein. Ich wollte schon sagen, das haben die im One-Shot gedreht, aber. Ja, bis dahin schon. Das sind lange Zähne gewesen. Ja. Ich dachte schon, dieses kommt es von draußen oder so. Oh, das ist nice gewesen. Okay, das ist echt geil. Ich sagte, der Kameramann ist einfach eine Legende. Das ist geil. Okay, die Effekte sind wirklich sehr gut. Ja, also die Effekte sind wirklich einzigartig. Aber wie die tanzen da auch noch. Ja. Richtig gut. Also das von den anderen beiden finde ich das am hochwertigsten, das Video. Ja. Also ich finde das mit diesen Effekten richtig geil. Ja, ja. Die haben zwar, die haben zwar auch nur, okay, das ist eine zweite Szene, die haben auch weniger Szenen, aber es hat sehr gut umgesetzt. Ja. So. Weil cool, guck mal, die sind im Weltall so. Auch noch mit der Kameraführung und alles. Das ist schon geil. Ich meine, film mal sowas im Universum, weißt du? Das ist schwierig. Natürlich. Jetzt kommt die Servant Editor. Und da waren schon mal. Soba. Nice. Okay. Das ist, glaube ich, ihre jüngere Version.
Ja, das ist sie selber. Wow. Sie hat eine tiefe Stimme. Oh, das hat mich schon berührt, direkt am Anfang so. Das ist bestimmt so eine traurige Geschichte, was bloß aus mir geworden oder so. Ja, kann sein. Du bist auch sehr emotional. Ja. Also ich muss sagen, man erkennt da nicht wirklich viel in dem Musikvideo. Weil es ist wahrscheinlich Absicht. Ich meine, das macht das ja so außergewöhnlich. Ich muss noch sagen, das Lied ist auch sehr, sehr kurz. Mhm. 2 Minuten noch. Ne? Ja. Also ich finde es in Ordnung. Okay. Jetzt gehen sie mal. Oh, dieses Lied, das hat mich voll so berührt, so voll. Ich habe das in mir gespürt, dieses Lied. Dieses, kennt ihr das? Euer Körper ist voll so am Kribbeln und so. Ja. Ja, kenne ich. Also das war richtig nice, finde ich. Das war. Mehmet, ja. Sprich. Also ich finde Editha definitiv meine Eins. Definitiv. Dann kommt Feride Hilal Akın, Nummer 2. Hiss auch. Hat mir sehr gefallen. Also, das war auch so. Die hatten zwar nur eine Dingens, einen Standort, aber haben das so abwechslungsreich gestaltet. Ja. Ja. Und dann kommt das an. Sissi Thai. Ja. Also, ich würde sagen, Sissi Thai ist bei mir auf dem ersten Platz. Okay. Nein, weil also, ich fand bei. Nicht, weil das schlecht war, ist das mein letzter Platz, aber ich fand. Ich weiß nicht, diese andere hat mich irgendwie voll. Berührt so, weißt du? Ja, okay. Aber Sissi Thai, die Effekte, ne? Ich muss sagen, die anderen können diese Effekte nicht toppen. Also das war richtig geil, wie die mit dieser Kamera so rumgeflogen ist und so. Das war also von allen hat mich Sissi Thai eigentlich am meisten gepackt. Also von den Effekten her, von den Tänzen. Okay. Und von der emotionalen Ebene, sage ich mal. Hat mich das, also ist mir am meisten im Kopf geblieben. Danach, ich weiß nicht, so hieß und von Feridee, ich weiß nicht, ich fand's nicht scheiße, aber es war okay. Aber du hast dir solche Videos ausgesucht, ne? Das ist so richtig schwer, so was zu entscheiden. Zum Beispiel so, welches bei eins ist, welches Hiss, sind Hiss so, war. Alle sind gut, so weißt du? Ja, aber Hiss war. Der Sound war ein bisschen viel zu laut und viel zu leise. So meinst du technisch? Ja, technisch. Negativ. Ansonsten, ja. Bei Feride war halt nur eine Szene, so. Mhm. Ist halt nichts Besonderes, finde ich. Okay. Also sie hat eine gute Stimme, klar, aber. Naja, war halt nichts Besonderes. Und Edina war. Editha. Sag ich schon. Oh, sorry. Editha war okay, gut. Naja, also, auch wenn ich nichts verstanden habe, so. Man weiß, man kann erahnen, worüber sie singt. Also das finde ich gut. Aber du bist zu streng mit den Videobewertungen. Du bewertest alles zu streng, als wärst du so professionell. Entschuldigung, darf ich anfangen? Ja, okay. Also ich muss leider sagen, Editas Lied hat mich nicht gepackt. Ich bin etwas enttäuscht, weil das ihr letztes Lied Magnum hat mir sehr gut gefallen, wo wir eine Reaction gemacht hatten. Hier muss ich sagen, war enttäuschend. Deswegen tue ich Editha auf meinen letzten Platz. Danach kommt Istemirem. Danach, also dritter Platz Hiss, zweiter Platz Feride, Hilal und dann Sissi Thai. Genau so mache ich es. Ferides Lied hat mir sehr gefallen, auch wenn es nur eine Szene war, aber ihr Lied hat mich sehr gepackt, war echt gut, war sehr schön, finde ich. Und das Sissi Thai, das Video und das Lied hat mir gefallen. Istemirem war auch schön, auf jeden Fall kann man anhören, aber leider Editha hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Ja. Aber okay. Jeder fühlt es anders. Ja klar, jeder hat eine eigene Meinung, jeder hat einen anderen Geschmack. So. Schreibt gerne. Ja.
Schreibt gerne in den Kommentaren, welches euch mehr gefallen hat. Und falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren reinschreiben. Natürlich. Vergisst nicht, ein Like da zu lassen und zu abonnieren. Natürlich, natürlich. Und uns beiden auch zu folgen. Genau. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Video.